So, wir sind wieder beim Hotel. Wenn ich gerade unsere Tür richtig zugemacht? Naja, es ist wahrscheinlich, sie geht jetzt bei Ethan rein. Ethan! Und er hat den Karton nicht weggepackt, was? Nee, er liegt noch da wie so ein besoffener Junkie. Oh mein Gott. Was ist mit ihm passiert? Ethan? Is everything alright? Geht's dir gut? Ständig muss die erste Hilfe bei ihm leisten, Alter. Das ist auch nicht geil. Sehr gut. Okay, ja. Gut, er atmet noch. Jetzt kann man erstmal stabile Seitenlage machen. Genau. Ah, fast richtig. Wahrscheinlich will sie ihn aufs Bett bekommen. Kriegt sie hin. Ja, letztlich muss alles so voll mit Glassplitter sein, Alter. Oh Gott. Die ganzen Knie, alles. Ethan, hören Sie mich? Warte, ich weiß, wie du ihn wieder wach kriegst. Da, nimm mal hier. Kannst du hier nicht das Bett Vibration anmachen? Also hier? Ist mal so ein Quarter in den Massageslot drin steckt, Alter. Ja, wahrscheinlich. Aber wird man davon wach, wenn es plötzlich so. Ich habe ihn gehört. Er hat gerade was. Nee, hat er nicht. Okay, was kann ich jetzt. Oh, er ist wach! Ethan? Fieber? Sie haben sehr hohes Fieber. Ich muss Ihnen Ihre Sachen ausziehen, um die Wunden zu versorgen. Ja, ja. Hallo? Wegen den Wunden. Hallo, was soll denn das jetzt bitte? Ach, da ist ja gar keine Wunde. Ach, ich schussel. Jetzt muss ich Ihnen leider noch die Hose ausziehen, es tut mir leid. Naja, darauf wird es jetzt aber auch hinauslaufen. Ne? Weil die Wunde war jetzt, sie hat eher an den Knie. Was ist denn jetzt? Willst du mich aufstehen? Nee, ich habe gerade überlegt, was ich mache. Ihre Arme sehen schlimm aus. Ich desinfiziere die Wunden. Okay, jetzt stehen wir mal auf und holen uns mal so ein Desinfektionsmittel. Ein Desinfektionsmittel? Der Karton liegt noch da. So, für den einen sind es halt zahlreiche Schnittwunden, für den anderen ist das halt ein Black Metal Logo. Vom Unterarm. Vom Bocknacker oder sowas. So, jetzt kommt Tante Jod wieder. Ich bin kein Arzt, aber ich sehe, was ich für Sie tun kann. Okay, was? Womit fangen wir an? Ja, lass mal desinfizieren, ne? Desinfektionsmittel. Das könnte jetzt ein wenig brennen. Ja, vor allem ist ja nicht nur der Arm, ne? Die Knie, das ist ja alles. Da wird er gleich zucken, würde ich sagen. Also ein bisschen. Ah, vorsichtig abtupfen. Genau. Mach es ganz too small. Ich probier's. So, danach können wir mal eine kleine Salbe rumschmieren, wa? Man hält, um auf dauernd am Kopf anzufassen. Er hat Fieber. Ich habe alles desinfiziert. So, jetzt Brandsalbe, sagst du? Nee. Oh ja, ich hab alles desinfiziert. Jo. Brandsalbe auf. Wir sind zwar nicht verbrannt, aber Brandsalbe auf. Okay. Ist wahrscheinlich, denkt das Spiel, wir hätten jetzt ein paar Mal einen Stromschlag gekriegt. Und dann hättest du natürlich Verbrennung gehabt, ne? Aber du hast halt so promäßig abgeliefert, Benni, irgendwie, dass wir keine einzige Brandwunde haben. Du hast das Spiel quasi ausgetrickst. Wie blöd, ich hab Brandsalbe auf die Schnitte getan. Ah. Okay. Gut, dann lassen wir das und machen nur Verbandzeugruf. Deswegen sollte ich auch kein Arzt sein. So. Ja, ja, ich musste gerade, mein Mikro hat gerade ausgesetzt. So. Was? Hä? Okay, mach mal so. So.
Ein paar Mal rum. Wunderbar. Sehr gut. Dann kriegt er noch ein paar Medikamente, Antibiotika und so. Ja, die Frage, was sind denn für Medikamente? Bevor er jetzt hier. So, jetzt. Er ist bewusstlos. Jetzt kann ich nur warten und hoffen, gegen dass er. Durchfall. Aufwacht. Wie wär's mit einem. Hier, wie nennt sich das? Kalter Umschlag oder so? Hier. Kalter Umschlag. Genau. Und guck doch mal in die Kiste. Wadenwickel. Ja, ja, ist so schön angeleuchtet, so mit der Lampe. Also. Aber sie wacht an unserer Stelle. Ist schon echt cooler Move von ihr. Letztendlich, wir sind ein Fremder für sie, ne? Also. Ja, aber sie hat ja auch nur die halben Wunden versorgt. Was ist denn mit den Knien? Na, da hört's mal auf. Ist auch schwer zu erklären, wenn du ihm plötzlich so die Hose ausziehst, so. Ja, Ethan, ich will nur dein Bestes. Ja, ja. Schon klar. Na? Morgensonnenschein. Warum bin ich da? Wie geht es Ihnen? Ging schon besser. War ich lange weg? Ungefähr 3 Stunden. Na, ein kleines Nickerchen gemacht. Warum spielen Sie denn Samariter? Sie kennen mich nicht mal. Na, na, na. Mal anderer Ton bitte, mein Freund. Zeig mal ein bisschen Dankbarkeit. Als ich noch klein war, habe ich immer alle meine Brüder verarztet, wenn sie sich mit den anderen Kindern auf der Straße geprügelt haben. Ich glaube, ich spiele einfach gern den Samariter. Samariter. Sie sagen, Sie sind hier, weil Sie nicht schlafen können? Ich habe in den letzten Monaten ziemlich viel Scheiße erlebt. Am liebsten würde ich das alles schnell vergessen. Ich versuche damit zu leben, aber es ist schwer. Stecken Sie in Schwierigkeiten? Viel größere, als Sie sich denken. Haben Sie Probleme mit der Mafia? Geldschulden oder irgend sowas in der Art? Ach, schön wär's, schön wär's. Hören Sie, ich danke Ihnen sehr für Ihre Hilfe. Aber ich denke, es wäre besser für Sie, nicht zu viele Fragen zu stellen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Niemand kann das. Sie haben schon viel getan, Madison. Okay. Okay. Dann lasse ich sie allein. Ich gehe dann. Benny, auf ein Attraktivitätslevel von 1 bis 10, was würdest du sagen? Also Ethan ist eine glatte 8. Ich bin Ethan. Ja, ja, ich meine Ethan. Klar, natürlich, meine Ethan. Ja, also, ich weiß nicht was, ja. Nee, jetzt mal ehrlich. Jetzt, Madison. Ja, na klar, Madison, natürlich. Ja, Madison ist... Sind Sie bereit, ein Opfer zu bringen, um Ihren Sohn zu retten? 9711, irgendwas. Mabel. Marble Street. Marble Street. Ja, also sie selber, ich weiß nicht, also ja, ist okay. Boah. Eine 7 von 10. Ich weiß nicht, ich schwöre, 7 von 10, nicht. Schau mal, okay. Ich mache so etwas nicht, ich bringe keinen um. Nein? Warum sind Sie dann vor der Befragung weggerannt? Wissen Sie doch, ich war nicht bei meinem Bewährungshelfer. Ich wollte nicht in den Knast. Hab die Cops gesehen und bin weg. Ich hab nicht nachgedacht. Seine Aussage ist geprüft. Er hat ein Alibi für 3 der Morde. Der Drecksack hat perfekt gepasst. Shit. Shit. Ey, sieht doch jetzt aber auch nicht aus wie der Origami-Killer. Also mal, sorry, ey. Sieht aus wie so ein Kneipenschläger. Ash? Ey, geil, guck mal, schnurlose Telefon. Okay. Stimmt.
Die Mutter von Sean Mars ist hier. Sie würde gern mit dir sprechen. Mhm. Es war vor ein paar Monaten. Mitten in der Nacht. Es hat geregnet. Ethan kam klatschnass um 3 Uhr nachts heim. Ich fragte, wo er war. Er sprach von Ertrinken, Regen. Es ergab alles keinen Sinn. Da war etwas in seinen Augen. Als wäre er nicht er selbst. Vielleicht gibt es keine Verbindung. Aber am nächsten Tag gab es einen neuen Bericht von einem Opfer. So, unser Ex-Fro nählt uns jetzt richtig an die Wand gerade, ey. Finden Sie schon. Die sagt jetzt, wir sind der Killer. Ich bitte Sie. Also ungefähr. Aber würden wir unseren eigenen Sohn entführen? Ich bin Lieutenant Carter Blake und das ist Agent Norman Jaden vom FBI. Also nicht als Origami-Keller. Ihr habt ja Eltern, die ihre Kinder entführen irgendwie das aus... Das ist nicht möglich. Wie war das? Ja, sag mal, Trennungsverhältnissen irgendwie. Kommt ja vor. Ich darf unter keinen Umständen über meine Patienten sprechen. Ich muss Sean Mars lebend finden. Und mich interessiert ihre Schweigepflicht einen Scheiß. Ich mich hier irgendwo... Warte. Psychiater überzeugen. Ja, komm, wir überzeugen. Ich weiß, Sie wollen doch keinen Mörder decken. Sie müssen uns unbedingt alles sagen, Doktor. Tut mir leid. Ich kann nicht helfen. Und jetzt gehen Sie bitte. Nein, wir setzen uns Sie müssen uns helfen. Zu Ihrer Sicherheit. Okay, wir setzen uns nicht. Wenn Sie einen Patienten verdächtigen, sind Sie verpflichtet, es der Polizei zu melden. Drohen Sie mir Boah, etwa? Oh ja und nein. Ich gebe Ihnen nur einen kostenlosen Rat, Doc. Nehmen Sie ihn an. Ja, das wäre halt schwierig, auch mit dem ärztlichen Schweigegelübde. Aber Doktor, es geht um das Leben eines Kindes. Genau, es geht um das Leben eines Kindes. Ich werde mich über Ihr Verhalten bei Ihrem Vorgesetzten beschweren. Doktor, Sie gehen mir echt auf die Nerven. Für mich zählt nur, den Jungen zu retten. Und jetzt sind Sie so nett und sagen uns, was Sie wissen. Sonst garantiere ich für nichts. Ja, wollen wir mal zurückpfeifen? Hängt von Ihnen ab. Sagen Sie uns unbedingt alles. Ich wollte eigentlich die 4 drücken. Wir haben dazu kein Recht. Ich glaube, wenn wir ihn jetzt auf ihn loslassen, macht er ernst dicht. Ich weiß nicht, ob bei ihm so die guter Kopf, böser Kopf Nummer zieht. Los, Doc. Wollen Sie es leicht oder schwer? Es ist Ihre Entscheidung. Oh, kein Recht oder so. Richtig. Sie sind Warum denn? Ich drück doch 2. Zur Aussage verpflichtet. Sie haben kein Recht, ihn zu prügeln. So, jetzt. Ich rette ein Kinderleben. Verdammt. Verpissen Sie sich. Na denn, drohen. Wenn Sie den Mann nicht in Ruhe lassen, melde ich Sie und Sie sind raus. Raus. Was ist denn los mit Ihnen, Norman? Kalte Füße? Wollen Sie den Sean nicht mehr retten? Ich will Sean Mars retten, genauso wie Sie. Aber ich halte mich ans Gesetz. Hören Sie mit dem Scheiß auf! Jetzt! Richtig. Sofort! Ethan Mars hat psychische Probleme seit dem Tod seines Sohnes. Er fühlt sich verantwortlich. Eine krankhafte Neurose. Bilder ertrinkender verfolgen ihn. Vor ein paar Wochen, jetzt redet er doch darüber, oder was? Nach einer unserer üblichen Sitzungen fand ich das auf dem Boden. Es war aus seiner Tasche gefallen. Das sieht nicht gut aus, Benny. Nee, gar nicht. So gar nicht. Aber es macht doch trotzdem keinen Sinn, warum entführen wir unseren eigenen Sohn? Und wir stellen uns selber so eine Challenges? Na, von den Challenges weiß ja keiner. Ja, weil wir sie alleine versuchen durchzuführen. Ja, ich glaube nicht, dass Ethan der Origami-Killer ist. Beobachtet sein Haus. Kann mir nicht vorstellen. Gib einen Suchbefehl an alle Behörden aus. Beobachtet die Bahnhöfe, Flughäfen, Busstationen. Ich will jeden Kopf an seinem Arsch, damit er kapiert, dass wir es wissen.
Ja. Ethan Mars ist der Origami-Killer. Heißt aber jetzt auch, dass wir jetzt die Cops im Nacken haben. Das schränkt unser Bewegungsspielraum drastisch ein. Aber ein Detektiv, also Detektiv sage ich schon hier, so ein, was ist er, Lieutenant, der Typ? Hm? Wie kann der dann einfach behaupten, dass er jetzt der Origami-Killer ist? Er hat doch gar keine richtigen Beweise. Indizien. Also, genau. Ja, super. Donnerstag, 7 Uhr, 67 mm in Niederschlag. Schön auf der Driving Range. Wunderbar. Jetzt mal schön ein wegkloppen hier. So, wen haben wir jetzt hier? Ist das der Vater von, wie ist er? Gordy? Och, guck mal, er ist nett, wie er hilft. Warte, wir müssen uns nochmal genauer angucken. Ja, okay, warte. Das ist ein Lüstling, hör mal. Die Hüfte, die aus der Hüfte, na, okay. Er hat da nur eins im Sinn. Ihr Handicap zu verbessern. Ja, aber die Hüfte muss mehr mitschwingen. Guck mal, die Hüfte, sie muss mehr mit der Hüfte arbeiten. Ja, aus der Hüfte rausarbeiten. Ja, der Schwung kommt aus der Hüfte. Nicht schlecht. Danke. Kommen Sie rein, Mr. Shelby. Möchten Sie einen Kaffee? Weißt du, wer wir sind? Nein, danke. Hat er uns erwartet? Haben wir Termin? Spielen Sie? Ja, einmal. Echt? Die sind heute noch mit der Rasenpflege beschäftigt. Interessanter Sport. Man braucht Kraft, aber auch einen kühlen Kopf und Genauigkeit. Wollen wir ein paar Bälle schlagen? Hier können Sie aber, auch keinen Rasen zerstören. Okay. Yeah. Nehmen Sie sich doch einen Schläger. Aber das ist doch, was ist das? Das ist ein Eisen, was er da hat, oder was? Schön mit neuner Eisen. Das ist auf jeden Fall kein Driver. Er hat einen schönen Driver da in der Hand. Bälle sind im Koch. Jetzt zeige ich dir mal, wie man hier schlägt. Ja, meinst Freundchen. Du, du haust jetzt mal einen raus? Jetzt zeige ich euch mal hier. Das Wichtigste ist, den Schläger richtig zu halten. Bereit machen und schwingen. Das Schlimme ist, er hält ihn schon falsch. Immer noch falsch, okay. Das war nur der erste Ball. Okay. Sie sollten nächstes Mal härter zuschlagen. Muss aber auch dazu sagen, es ist auch unfair, weil mit dem Driver kommst du logischerweise 20.000 Mal weiter. Hey, jetzt sag mal, dass halt auch aber Scott Shelby mehr Kraft hat als der Typ hier. Ja, das heißt, du könntest das eigentlich mit Kraft kompensieren. Ich habe gehört, Sie stellen Fragen über meinen Sohn. Weiß ich nicht. Das ist doch der Vater von Gordy. Mich interessiert, ob Gordy in den Origami-Fall verwickelt ist. Das haben wir doch gesehen bei Happy Gilmore, dass das geht. Und schau! Hau das Ding weg! Ah, schon ein bisschen besser. Mein Sohn hat mit derartigen Sachen nichts zu tun. Dann muss ihn ja meine Ermittlung nicht beunruhigen. Könnt ihr einfach ein bisschen mehr miteinander reden? Sie brauchen gegen meinen Sohn nicht zu ermitteln. Er hat damit nichts zu tun. Okay. Naja, will natürlich alles im Keim ersticken, ist ja klar. Ne? Ich allein entscheide, gegen wen ich ermittle. Gegen wen er ermittelt. Ja, sorry, es war Übungsschlag. Spuk. Ich bin ein einflussreicher Mann, Mr. Shelby. Und ich zahle gut für Loyalität. Stechung. Bestechung, ja. Wollen Sie mich bestechen? Sagen wir mal, ich biete Ihnen eine Entscheidungshilfe. Für wie viel lassen Sie ihn in Ruhe? Wir werden es jetzt auf Teufel komm raus freikaufen. Das zieht bei mir nicht. Bleiben Sie meinem Sohn fern, Mr. Shelby. Sonst bedauern Sie es. Schönen Tag noch, Mr. Kramer. Mr. Kramer?
ist jemand sauer. Ja, nicht seinen Willen gekriegt. Tja, Geld kann er ihm halt auch nicht immer alles lösen. Donnerstag, 7.47 Uhr, 77,72 mm Niederschlag. So, bei wie viel Niederschlag mussten wir, also bis wohin ging's? 120? Nee, nicht 85 oder irgend sowas. Okay. Das muss man langsam abbeilen. So, und was für ein rattenverseuchten Loch sind wir denn jetzt hier landet? In der Marble Street. Wo ist das hier? Oh, ein kleiner Gecko. Eidechsen aus Porzellan sehen neu aus und passen nicht zu dem restlichen Müll. Oh, ist da was drin? Das ist eine Überraschungsechse. Nee. Einfach kaputt gemacht. Ist da nichts drin? Okay, mal da drüben liegt noch eine. Okay. Wir machen die jetzt alle kaputt. Okay. Was noch? Oh Gott, okay. Okay, ist nichts drin. Mach sie trotzdem kaputt. Oder meinst du, es ist schlecht, wenn wir alle kaputt machen? Keine Ahnung. Also, nicht, dass man da über die Scherben stolpern. Oh, da ist was. Da haben wir was. Neben siebten Ei. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel wofür? Ja, wahrscheinlich für die Tür mit der grünen Echse drauf. Und die anderen kann ich jetzt gar nicht mehr interagieren. Let's take a look. Hello? Eine Axt in der Ecke, Alter. Oh Gott. Das ist auch so, gewinnt auf jeden Fall den Gammelbuden Award irgendwie 2023. Das steht mal fest. Haben wir da einen Fernseher? Fernseher, Tablet, was ist das? Wo hast du denn hier eine Axt gesehen? Neben der Tür. Neben der Tür? Da hinten. Ach da? Nee, hä? Hier, das meinst du? Hier unten? Na, ist doch ein Beil, oder? Was ist das? Oh, gute Frage. Oder eine Fahne, ein Wimpel. Ein Winkelement. Sind Sie bereit zu leiden, um Ihren Sohn zu retten? Sie haben 5 Minuten Zeit, um sich vor der Kamera ein Fingerglied abzuschneiden. Oh, komm, Alter. Schaffen Sie es, bekommen Sie Ihre Belohnung. Okay. Ach ja, schön. Vor der Kamera? Ja, na denn. Was haben wir noch? Haben wir Beil? Was, haben wir noch irgendwas? Messer? Das ist so ein dreckgedrostetes Scheißding, Alter. Haben wir noch was in den anderen Räumen? Warte, aber was haben wir hier noch? Oh, eine Zange, Alter. Zange ist aber auch echt mies. Haben wir hier noch irgendwas anderes? Badewanne? Nee. Aber die Zange sehe ich jetzt besser als das Beil, persönlich. Hast du mal mit einer Zange, also einen Finger mit einer Zange abtrennen ist schon... Ja, aber mit dem Beil selber drücken? Na, mit dem Beil machst du immer... Ist das eine Säge? Säge? Oh, eine Säge willst du auch nicht machen, Alter. Das ist alles nicht geil. Gibt's da nicht irgendwie ein schönes, scharfes Messer? Wo man ja, nicht scharf, jetzt unbedingt... Scharf, glaube ich, gibt's hier gar nichts. Oh, er kann die Säge so annehmen, Alter. Warte mal, dichten da? Was ist das denn? Sie haben Scherbe. Noch 4 Minuten und 30 Sekunden. Eine Scherbe, Alter. Oh. Wir haben noch 4 Minuten und 30 Sekunden. Wie haben wir hier sonst noch was drin? Oh, warte mal, da oben, was ist das? Warte.
Ah, komm, lass uns mal ein Messer nehmen. Messer ist gut. Ernsthaft? Warte mal, kannst du, geh mal bitte nochmal kurz in die Küche irgendwie. Da ist ein Propangasbehälter. Können wir wirklich die Klinge desinfizieren oder dass wir die zum Glühen bringen? Dass wir jetzt hier nicht gleich... Nee. ...verrecken irgendwie. Dass wir die gleich kauterisieren quasi. Nope, ich kann damit nicht interagieren. Scheiße. Ach, ich kann alle Gegenstände dahin bringen, oder was? Ja, aber wozu? Ich will doch noch die Zange vorsichtig mitnehmen. Ene mene mu, oder was? Ja. Das Schlimme ist ja, mit so einer Zange, du quetscht dir ja das Gliedmaßen eigentlich ab. Das ist ja, oh Gott. Sie haben noch 4 Minuten. Okay, wir haben noch 4 Minuten. Wir fangen erstmal mit dem Beilchen an. Scheiße. Tja, dann nehmen wir mal den Klingel. Ach so! Ich dachte, ne? Ich dachte, nach unten wäre jetzt abhacken. Aber nein. So, ja, was würdet ihr nehmen, Leute? Würdet ihr die Zange nehmen? Würdet ihr die Säge nehmen? Würdet ihr das Bein nehmen oder das Messer? Wenn ihr an seiner Stelle wärt. Hä, warum macht er das denn nicht? Okay, warte. Ich muss nach oben atmen. Ich mach das doch vollkommen langsam. Was willst du denn von mir? Es tun. Okay. Kann ich einfach hier, es versuchen? So. Sie haben noch 3 Minuten und 30 Sekunden. Ja. Hä? Was denn nun? Q gedrückt halten. E gedrückt halten. Achso, ich soll E drücken, nicht W. Oh, und sie ganz langsam runter. Oh. Hä, warum macht das denn nicht? Nicht es versuchen, okay, es tun. Meine Fresse. Boah, puh. So, let's do it. Und. Q, E. Let's do it! Und. Ah! Ja! Verdammte Scheiße, Alter! Pass auf, jetzt sagt er, sie haben es nicht gemacht, weil es war nicht auf der Kamera. Sie haben die falsche Hand gewählt. Genau. Unter dem Tisch. Hätten wir das nicht so ausgemacht? Ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Ich meine, klar, es geht um dein Kind, aber du musst erstmal drauf haben, dir tatsächlich deinen eigenen Finger abzuschneiden. Keine Frage, dass man für sein Kind, und das sagen wir jetzt wahrscheinlich alle, weil wir nicht in der Lage sind irgendwie, oder in der Situation, wir uns alle tun, aber da muss man sich erstmal reinziehen, was das für Überwindung kostet, sich das selbst abzuschneiden. Ja, irgendwas mit Roosevelt. Ja. Wo war nochmal die große Karte? Die war bei Scott Shelby im Büro, oder? Ja. Oh, jetzt mal irgendwie vielleicht ein Pflaster oder mal ein bisschen Wundpulver aufmachen. Das wäre gut. Und jetzt werden wir wieder wie der letzte Penner im Motel liegen. Und Madison wird sich denken, was zur Hölle machst du, Mann? Aber jetzt schafft Benny, wir haben die dritte Prüfung. Absolviert. Sie haben einen neuen Bonus freigeschaltet. Sie haben einen neuen Finger freigeschaltet.